Und jetzt kommt so eine weitere Folge. Bus Simulator 18 mit René, mich und unseren Praktikanten. Hallo! Domi. Ja. Ja, Domi, fast los. Ja. Aber wollen wir mal. Eine Fahrkarte, bitte. Die wollen keine Fahrkarte, also nerven die mich nicht. Nee, so. Die Doppelklick ist wieder da. Oh Mann. So, wenn mir irgendjemand mit Katzenfotos auf den Sack geht, dann weiß ich raus. Ja, perfekt. Mein Humor, was? Niklas, du bist leise. Alter, der Bus wackelt zu übelst, den anderen Bus, den kannst du wegschmeißen. Ja, dann schmeiß ihn weg. Der wackelt echt so, die wackelt. Ja, okay, dann fahr ich ihn doch nicht. Wenn wir bedenken müssen, nehmen wir einfach Citaro G, ganz einfach jetzt, weil... Stimmt. Ja, Citaro G war ja so oder so mehrfach in Planung zu kaufen, ne? Mhm. Boah, druckt euch doch selber Fahrkarten aus. Danke. So, kurze Fahrkartenkontrolle. Danke, 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 danke. Das hat Domi überholt. Tschüss, ja, ich Domi. Fahrkarten. Wir fahren realistisch. Tu ich auch. So, ich hab alles auf einen Scharnier, hab ich auch alles realistisch. Also meine ich auch, ihr realistisch überholen, realistische Geschwindigkeit. Danke. Okay, Moment. Nicht einfach so überholen. Moment, wenn Stau ist, warten. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Mal. Hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Wie sind die Einstellungen? Lenker? Leute, könnt ihr mir 5 Minuten geben? Scheiße. Den ganzen Abfall an der Straße. Warum kümmern sich die Leute nicht mal? Pause-Knopf bei euch? Nein. Scheiße. Rat nicht. Scheiße. Nee, ich brauche nur 5 Minuten. Hab was vergessen. So, gut, dann bis gleich. Bis gleich. Über diese Dinger soll man langsam fahren. Niklas. Du weißt schon, Domni wird uns erstmal richtig schön Verspätung holen. Ja. Und wieso ist er jetzt gerade raus und wieder rein? Weil ich noch aufgeschoben oder was? Und mich auch mit in die Störung gestellt habe. Sollte man heutzutage machen. Lass mal ein bisschen näher ans Mikro gehen. Ja, kann ich, aber möchte ich nicht. Ja, okay. Was, nicht besser? Ja, auf jeden Fall. Warte, jetzt höre ich dich besser und in der Aufnahme bist du auch besser. Hörbar! Ich sehe doch auf die Straße, aber wenn ein Auto vor mir meint, eine Vollbremsung auf der Straße zu machen, dann kann ich nichts dafür. Alter Kuh. Du bist diejenige, die... FPS-Zahlen, was ist los mit euch? Geh wieder hoch. Jetzt mach ich erstmal eine Vollbremsung, ist mir auch scheißegal. Aussteigen! Hallo? Fahrkarten her! Ha! Selbst da hab ich doch gesagt! Ich brauche eine Fahrkarte. Genau diejenige, die rummeckert, hat auch keine Fahrkarte. Wie immer. Was hat mir ja nicht mehr gefallen. Dann sollen wir eigentlich noch im Spiel? Ja. Raus mit dir! Danke! Na, einer hätte schnell gefahren, aber schwarz, ne? Und dabei erwischt. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ich hasse das. Ja, dass du doppelklicken musst, oder erstmal irgendwo anders hinklicken musst, dass du auch schön was, falsche Karte. Rinn mit der Kohle. 48 Euro für uns. Gefällt mir. Die anderen Fahrer nehmen, die anderen Leute nehmen wahrscheinlich den Bus von Domi, der mit 5 Minuten Verspätung kommt. Das ist mir jetzt scheißegal, ich fahr weiter. In Real Life würde auch kein Busfahrer anhalten. Steigt er aus jetzt wenigstens oder steigt er nie aus? Haben wir uns doch anders überlegt. Ja, jetzt raus mit dir! Mann! Kurz. Genau, läuft doch safe irgendein verkacktes Cap-Programm. Was kann deine Meinung, es kommt mit Leistung zu fressen. Oder lass mich raten, ne? Irgendwas läuft da unten noch. Warum ist Battle.net noch an? Kein Mensch braucht dieses Ding gerade heute. Warum ist das noch an? Was läuft noch für ein Schrott im Hintergrund? Perfekt, alles deaktiviert, was ich brauche.
uns. Ich kann so nicht aussteigen. Draußen verkrampfe. Was ist echt nicht mein Wetter? Niklas, wie machen wir das eigentlich? Teilen wir die Fahrt in zwei Folgen auf oder machen wir das in der Fahrt? Folge. Okay. Das ist doch egal, die Folge länger ist. Glück ist es bald so. Sonntag. Wie schlimm. Nee, wir haben schon Wayout-Folgen für 40 bis 30 Minuten abgenommen. Das ist 40. Boah, jetzt kommt ein Rothaariger rein. Oh. Tut der Bluten auf dem Kopf oder hat er bloß rote Haare? Moment, Wo ist meine Tasche? Brauchen Sie einen Arzt? Wer mehr als Danke sagen kann, auch nicht, oder? Ach, die gute alte Zuckerfabrik, was wartet denn der hier? Schauen wir, wann die bei uns treffen. So, Leute, ich bin wieder da. Hey, da ist er wieder. Ja, ich hab einen kleinen Stau, also nicht so groß, einen kleinen Stau. Ja, ist doch egal. So, kurz. Ich muss mal kurz meinen Stau aufholen. Jetzt stehen die hier auf der Kreuzung und warten auf eine Alte oben. Pünktlich. Oh. Hallo. Ich krieg hier die Krise echt. Ich brauch eine Fahrkarte. Ich hatte Vorfahrt. Jetzt fahr! Ups. Ich hab keine Fahrt. Ich hab nichts erhalten. Ich hab nichts. Danke. Jo. Fahrkarte bitte. Okay, meine Hupe war gerade bisschen verpackt. Einmal die Fahrkarten bitte. Hier, bitte. Kommt, ich hab Vorfahrt. Fahr! Oh, 120 Euro. Er bleibt auf der Kreuzung stehen, willst du mich verarschen? Oh. Was? Ach so. Und das nächste Auto, was auf der Kreuzung stehen bleiben wollte. Es sind immer die einzigen. Ja, nein, in den bin ich kurz reingefahren. Wie viel Verspätung hast du? So. Domi. Fahrkarten bitte, bitte was? Wie viel Verspätung hast du? 5 Minuten knapp. Ui. Ja, geht. Wie bei mir. Echt doch mal an euer Müll. Entweder kommt ein Bus halt mit keiner Verspätung oder Verspätung. 50 km/h, also Höchstgeschwindigkeit, nicht schneller. Hä? Setz Tempomat. Ich meine ja, das brauche ich ja. Tempomat. Na, Schlagloch. Ja, oder auf Landstraße mit 70. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Nein, du brauchst keine mehreren Fahrkarten. Also hau auf einmal. Oh, wen juckt es, dass Christina amputiert ist? ich bin froh, dass noch nicht mal die Frage gestellt haben, wollen Sie ein Bild von meiner Katze sehen? Ja, Digga, er schiebt den Katzenbild in den Hintern, Digga, da wo es schön dunkel ist. Kann es sein, also ich meine Fahrkarten, nicht wie kann es sein, dass ich auf Domi weniger Kilometer als auf René gerade kurz gehabt? Weil Domi näher dran liegt als ich. Ja, René, du musst auch morgen Fahrstuhl bei meinem Plan machen, das weißt du, und ne? Und ich glaube auch, dass vielleicht eventuell meine Bremse gerade ein bisschen verpackt ist. Echt? Ja, der tut automatisch bremsen aus irgendeinem Grund. Aber ich habe alles gerade nachgeguckt, aber da passt alles eigentlich. So. Gut. Hier ist Stau, kein Problem. Ich fahre einfach auf die andere Straßenseite dann. Und dann nach links. Stopp, ich hab Vorfahrt. Boah, das dauert ja noch ewig, bis wir uns treffen. Uff, ich sehe es gerade auf der Map. Scheiße. Ich bin jetzt im Gewerbegebiet. So. Scheiße. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nein, ich kann leider keine Fahrkarte haben. Also geht aus dem Bus wieder raus, danke. Ups, nicht meine Schuld. So. Und rum. Sehr gut. Hallo, Leute, ich hab Vorfahrt. Also ich habe mittlerweile zwei Unfälle gebaut. Den ersten, der war ja nicht mal gewollt, da bin ich hinter Domi gespawnt. Mhm. Da gab es anscheinend schon 600 Euro Schaden. Auch ganz für uns einfach. Digga, woran hängst du? Und den zweiten, da hätte Domi, ich vielleicht ausweichen können, aber... Ja.
Und meine Bremse funktioniert schon. Wer fragt denn das? Dummi. Ob Shop. Digga, der versagt. Wie können pleite werden? Also pass mit auf. Alles der gut, Modus ist aktiviert. Zurücksetzen. Einfach den Bus zurücksetzen. Ja, ich bin irgendwie hängen geblieben, obwohl da nichts ist. Wenn wir pleite gehen, wirst du nie angestellt. Du bleibst immer Praktikant bei uns. Ja, ich krieg niemals Gelenkbus. Ich glaub, bleib auch gerne. Das ist nur eins. Also, ich habe gehört, wir holen zwar drei Zitaros, ne? So. Ob Domi einen kriegt jetzt so eine. Nach dem, was der jetzt hier gerade ans Tageslicht klebt. Und wenn er sich bessert. So. Dann fordere ich dem auch einen Gelenkbus an. Ein bisschen wenig Verspätung, dann wäre es auch besser. Ich denke, ich Also, ich rede hier vom Zitaro. Die Bremse funktioniert immer noch nicht. Was ist das für ein Scheiß? Ein Euro zurück. Schön. Senior, bitte eine Fahrkarte haben. Was ist das für ein Scheiß? So, dann Tür zu, Fahrkartenkontrolle. Joka. Ich muss dann nach der Aufnahme mal nachgucken, was los ist. Okay. Die Bremse, die macht, was sie will und nicht das, was sie soll. Also, wenn ich vom Gas runtergehe, fängt der Bus mit voller Kraft an zu bremsen. Du musst auf M, glaube ich, drücken. Ich glaube, du hast Metarde oder wie man das nennt, an. So, ich habe Vorfahrt. Habe ich doch, ich habe jetzt mehrfach M gedrückt. Ja, das kannst du auch unter den rechts unten an, oder je nachdem, was du da hast, was du musst, kannst du gucken, ob das auch schön unten ist. Ich muss gucken, wo das ist. Das steht auch halt irgendwas mit. Ein Rad hat ein Radstein berührt. Dafür ist ein Rad da und ein Radstein auch. Warte mal. Ah, jetzt habe ich's. Gelöst. Nein. Ich muss mehrfach M drücken. Sag bis es wieder nach oben springt. Genau, sag ich doch. Ah, okay, meine Bremse ist doch nicht im Arsch. Ich bin einfach viel zu blöd dafür. Das wissen wir alle. Okay, ich hab noch ein Schlagloch. Ja, Schlaglöcher sind auch meine Schwächen. Auch meine auch. Überlebt. Genauso wie auch ein Rad hat den Radstein berührt. Was ist aber da? So. Ja. Ah. So. Alter, mein Kollege. Wo seid ihr beide denn noch? Er kommt jetzt im Gewerbegebiet an und ich fahre jetzt aus dem Gewerbegebiet raus. Ey, oh, mein Bus tut auch nicht mehr so bremsen. Nein, ich habe das kurz nicht gesehen im alten Sägewerk. Das nervt mich damit nicht. Oh, was ist denn hier für ein Stau? Domi, hast du gerade einen Stau verursacht? Möglich wär's. Hier. Hier. Augenblick. Du habt. Na klar, hier ist die Fahrkarte. Du hast alle kein Schwarzfahrer dabei, was ist jetzt falsch? Och, ich hatte einen. Mir gerade nicht. Boah, hui! Ach, du verursachst hier gerade den Stau? Steig mal was tust du denn hier? Steig in deinen Bus wieder ein, Alter. So wird die Verspätung aber nicht besser, ne? Das weißt du. Ihr bleibt alle stehen, sie bleiben auch stehen. Okay, so ist gut. So kann's bleiben. Ja, so komme ich nicht vorbei. Kannst hier ran. Ja, sieht so aus. Ja, fahr weiter. So. Damit der Bus hinter, der Typ hinter dir fahren kann. Dann fand der LKW, jetzt fast scharf links. So, dann sehen wir uns später. Ja, die schöne DVB-Lackierung. Hat vielleicht vorhin schon LKW geknutscht. Dresdner, das ist ja Dresdner. Ja, klaro. Dresden, ne? DVB ist doch Dresden. Dresdner Verkehrsbetriebe. Bei mir ist es BVW. Aber das weiß ich bestimmt. Jetzt hab ich den mitgenommen. Oh. Ich hab einen LKW eventuell mitgenommen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Der stand aber auch im Weg. Und ich hab schon ausgeholt. Was macht denn Domi schon wieder? Fahrkarten verkaufen. Was ist doch? Ja, gerade eben mit denen aussteigen. Ach so, ja, der stand gerade mitten auf der Kreuzung. Aber übel lustig. Ja. Ja, ich muss deswegen Ordnung reinbringen. Außerdem, da ist noch so viel Stau, der wird noch mehr Verspätung aufbauen. Oh, Schlagloch! So, nur überholen, Stau, wenn realistisch. Also eigentlich nie überholen. Oh, ich hab doch. Da bin ich vielleicht auf dem Mittelstreifen gefahren. Hab's nicht. Hab ich auch nicht. Das war schon klar. Hab ich aber nicht gemacht. Bitte eine Fahrkarte haben.
Was, wenn ich keine Fahrkarte gebe? Oh, labert doch nicht mich zu mit euer Winter der Leidenschaft. Das ist ein Schenke. Ja, ne? Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Ah! Warum braucht man dreimal in die Jahr Wochenfahrkarte? Warum? Dieser Drecksback, der geht mir so offen. Jedes Mal auf die Windschutzscheibe gucken. Und erstmal was drücken. Ups, zu viel Geld draufgegeben. Naja, kann passieren. So. Ist mir auch schon passiert. Mir nicht. Ja, 20 Cent ist nicht viel. Na, bei mir waren es schon mal gute 2 Euro. Fast. 20 Cent muss gefeuert. Oder du zahlst zurück. Ja, das habe ich schon. Perfekt. Hat er schon reingelegt aus dem eigenen Geld. Von daher. Hab sogar 30 Cent zur Ferien. Habt ihr auch? Ja, es ist der. Habt ihr auch schon eure Schäden zurückgezahlt? Ja. Ja, nee. So rund um die 3,5000 Euro habe ich schon. Warte? Ja. Hab mein PC verkauft. Also, ich sag dir mal so, jetzt ist mir das reicht doch wohl zu, wenn ich bis jetzt noch 8000 im Plus bin. Aber wie sieht's eigentlich bei mir aus? Wie sieht's eigentlich bei mir aus? Ich bin ja 300 Euro im Plus. Hier, genau, bitte, die Fuckerde. 16.000 im Plus. Ja, gut, ich so, hab eventuell 4.000 Schaden. Hey. Fahrkarten bitte. Null. 1000 alleine schon wegen Dominik. Glück, keine Katze sehen. nur weil ich in dem gespawnt bin. Hab ich ihn schon klar. Und da ging's während des Ladenbalkens schon. Ding. Ich habe ihn nicht so ordentlich. Was? Hier ist die Fahrkarte. Wenn ich diese Zaun schon höre, ahne ich. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon. Er macht eine Vollbremsung vor mir. Hä? Ey, die KI ist doch kernbehindert, oder? So. Das gibt eine Anzeige. KI, das Junge. Ist doch keine KI, ist ein ganz normaler PC, dumm. Ja, eben. Ich bin über die Kreuzung gefahren und auf einmal fährt eine KI in mich rein. Opfer. Ich habe jetzt 800 Euro zahlen dürfen, nur weil die KI hinten in den Bus reinfährt. Dann zahlst du zurück, oder? Ich muss das dir zurückzahlen, die KI zahlt das schön. Eine Fahrkarte will die haben. So. Also Niklas, den einen Unfall, den habe ich jetzt nicht angezettelt. Also Leute, ich muss mich mal ganz kurz beschweren. Hört mir mal ganz kurz zu, ich muss mich beschweren. Eine Fahrkarte, Student und Standard kostet, nee, Standard und normal, halt ganz normal, 2,20 Euro. Und der Penner zahlt mit dem Funny. Ich weiß. Wisst ihr, was ich mache? Wisst ihr, was ich mache? Was denn? Ich zahle mit einem 15 Stück zurück, bis es abbezahlt wurde. Boah, ich hasse diese Leute, die die für 11 Euro einfach das Funny hinlegen. Und dann sitzt du hier im Bus und denkst dir so, naja. Ich hätte gestern nicht so lang spielen sollen. Ja, pass mal auf, hier kommt jetzt die nächste. Ne, die rennt vorbei, die rennt auch vorbei. Die hat also alles mitbekommen. Du auch noch, oder was? Hey, keine Fahrkarte verkaufen. Ja, dann auf. Na, du hast eine Fahrkarte. Du auch. Wo ist deine Zwillingsschwester? Die da? Ne. Die? Ja, dann tut's mir leid. Danke. Weiß ich noch nicht. Ja, die hat auch eine Fahrkarte. Ah, verdammt. Nein, die Katze will ich nicht sehen. Oh. Raus aus dem Bus. Boah. Mhm. Der bedankt sich sogar für 1000 Cent Stücke. Super. Flusspromenade, da kannst du rausgehen. Also, da ich gleich auch. Foto. Ja, ich stand bloß mehrfach schon im Stau, deswegen, ich war jetzt schon lange beim alten Sägewerk. Oh, da war ein Schlagloch. Oder war ein Schlagloch. Katastrophal. Niklas und ich machen das gleiche. Kein Katzenfoto. Ich will keine Katze. Ich habe eine eigene Katze, ich will da keine sehen. Ich nicht, ich hasse Katzen. Hä? So, ich gehe weiter auf dem Gewerbegebiet. Hey, der Bus ist leer. Ich bin fertig im Gewerbegebiet. Ja, ja. Bin jetzt mittlerweile 800 Euro im Plus. Tag. Standard. 5000 für Kollisionen abbezahlen müssen. Super. Boah. 12 Euro Rückwechselgeld, ne? Ja, das ist die Zwillingsschwester. Senior, 2 Tickets, 1,40, das geht noch. Senior Obernulli. Woche. So. Schwopnik aller Schwopnik GmbH mit seiner Mountsee Express. Die letzte Folge rüber von Winter der Leidenschaft. Alten Sägewerk. Nein, wir sind nicht Mountsee Express. Mountsee Express und Schnauzee Express. Wir sind Toll und Master GmbH. Hallo, René. Hallo, Chefi. Ich bin pünktlich übrigens. Wir sind immer pünktlich. Ich bin in 2 Minuten Verfrühung. Ich benenne mich dann auch T.TV Schwopnik GmbH. Jo. Dann gehöre ich dazu, wenn ich die Erlaubnis habe. T.TV ist nur Twitch TV. Stimmt. Twitch TV, sehr geil. Oh, ich bin zu schnell gefahren. Ich habe wieder zahlen müssen. Verdammt. Kriegt die wieder.
Ich wieder. Ja, zack. Aber meine Fahrgäste sind zufrieden. Perfektes Timing, perfekte Halteposition. Niklas, solange er am Ende mit Plus und mit Minus rauskommt, ist alles das gut. Das ist nicht mal Uhrzeit. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Keiner will kaufen. So, ich bin gespannt, ob ihr alle eine Fahrkarte habt. So, mal Fahrkarten, bitte. Danke, 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 danke. Und Sie? Danke. Okay, gut. Hab mich schon gewundert. Warum keiner kauft? Danke. So. Eine Fahrkarte. Dann raus in den Bus, rinnen in den Bus. Fahrkarte? Nee. Raus in den Bus. Ich brauche eine Fahrkarte. So, dann bitte mal ein bisschen Gas geben. Danke. So nachts. Boah, ich habe Angst, einen Menschen hier zu überfahren, ne? Boah, das habe ich auch jedes Mal. Passagiere zurückgelassen? Ja, wenn die nicht einsteigen, ist das nicht mein Ding. Ey, Niklas, wir hatten das ja letztens in unserem Offline-Ding, ne? Passagiere zurückgelassen, ne? Jetzt fängt das hier auch noch an. Die sind alle eingestiegen. Ich hatte keinen Typ mit einem Rollstuhl. War doch, gibt Zündung, Türe zurücklassen. Oh. Gibt Zündung, danke. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ah ne, halt, falsche Haltestelle, Jungs. Die brauchen wir ja gar nicht anfahren. Es wird gelb, 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 Gas und volle Bremse, scheiße. Ich dachte, ich könnte noch darüber fahren. Aber jetzt ist rot. Und ich krieg die Strafe, wenn ich über Rot fahre. Ich glaube, da vorne ist nicht dumm, ja. Kommen Sie rein, bezahlen Sie Ihre Fahrkarte. Ja, oder auch doch nicht. Ah, doch. Was? Bin ich denn hier gelandet? Dann kann ich eine Fahrkarte haben? Nö. Oh, zu viel Wechselgeld rausgegeben. Wie viel? 10 Cent. Danke. Hey. Aber sag das dem Chef, wenn nee. Ich hab jetzt alles mit. Ah, scheiße. So, ha, Schwarzfahrer. Niklas, alles wieder zu gut. Niklas, ich hab die 10 Cent wieder reingeholt. So. Ich mache auch langsam Plus. Ich bin jetzt 3000 im Plus, also passt doch. Danke. So, am Ende hast du bitte eine 8 mindestens stehen. Danke, danke, danke. Ha! 120 Euro meine Rüstung. Was stinkt denn hier Fahrtfahrer. So? Kein Punkt für mich. Oh, schieb dir die Katzenfotos sonst wohin. Ich will das nicht sehen. Oh Mann. Ja. Niklas, wie viel Katzenfotos wurde dir schon gezeigt? Gar kein einziges. Lüge. Nein, du Räudiger. Als ob. Der Barrike war weg, nie. Pam, tot ist er. Niklas? Willst du ein Foto meiner Katze sehen? Nicht gleich. Gib Gas, ist schon ihr Gewehr. Foto meiner Katze, sie heißt Maus. Hast du eine Katze zu Hause eventuell? Ja. Heißt die zufälligerweise Maruzi? Nee, sie heißt Schnauzi. Ah, okay. Nein, ja, dann wär's mein Beileid gewesen, hätte die Maruzi gewesen. Ne? Nee, Mr. Whiskers. Nein, Spaß. Name Doppel-O. Ah. Karten bitte. Wie oft wollen Sie denn noch sehen, so oft ich will? Ja klar, eine Fahrkarte, die 1,80 kostet, mit einem 20-Euro-Schein bezahlen. Ja. Mach mit 5er zurückzahlen. Mit 15. In welcher Welt leben wir? Also, bei mir hätte der Busfahrer gesagt, nö. Der hätte das Geld gar nicht erst angenommen. Eine Fahrkarte bitte. Hätte ich gesagt, nö, bitte Fuffi her. Nee. Dann wäre besser aus dem Bus rausgeflogen. Stücken. Ich hätte gar nicht erst in den Bus einsteigen. Ja, die wäre mit dem Bus gefahren, aber. Ja. Bitte einmal eure Fahrkarte zeigen. Was? Hab ich Ihnen schon die wäre dann mit dem Schutz gefahren. 120 Euro. Nimm 120 Euro. Nice. Hier laut Musik. Ich. Dann bin ich mit 29.000. Nice. Muss mal ganz kurz hier zusammenschneiden, der kann gut Musik hört. Zusammenschlagen. Was anderes gibt's bei uns nicht. Also ich bin bei 16.000 mittlerweile. Hallo. Wer hört denn hier mal laut Musik? Ich nicht. Ja, du. Hab's.
Ja, mach mal bitte leise, mach mal am besten aus, die Kacke, ey. So, let's go. Wie Niklas. Geil, die KI nee. Ist so dumm. Nein, das ist auch Niklas, sehr schön. Ja. Irgendeine fragt so, kommst du an irgendeinem Tag in die zur Party im alten Sägewerk und die alte Oma so, na klar, die hält doch gar nichts aus. Na klar, die hält doch gar nichts aus. Digga, du musst die hält sowas von das aus, du musst schon mal sehen, wenn die Kopfhörer auf dem Kopf hat und ihre Kopf. Ja, denke ich auch gerade, wie so im Kopf. Hallo, aus der Haltebucht raus. Danke. Ich hasse die Autos, die auch in der Haltebucht. Nein, ist nicht wunderschön. So nein, er ist schon wieder krank. Oh. Raus. Nicht mit dem Busfahrer sprechen. Haben wir hier so ein Schild drin? Nee, ne? Ups. Ja. Hä, welche Kollision? Ich hab ganz normal. Hä? 900 Flocken. Okay, bin 4000 im Plus, also passt. Einzelstandard. Es ist nicht meine Uhrzeit, es ist abends, du Keck. Wir haben es früh am Morgen, Hülter. Mhm. Ach schon. Ja, 2 Uhr. So. Einmal die Kartenfahr, bitte. Danke. Oui. Nächster Halt, Nutrivor, Forschungslabor. Das nennen wir guten Service. Okay. Bis dann. Schön, dass du 4 Uhr frei hast. Leute, ich gehe gleich baden. Ich versuche noch die Strecke schnell zu Ende zu fahren und dann gehe ich ins Bad. Jo. Ich bin um 9 offline. Alles gut. Ich glaube, das war's dann auch erstmal. Gucken, wie viele Strecken ich ja noch habe. Ja, da raus, hier aus dem Kreisverkehr. Fast die Lampe mitgenommen. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Boah, da kommt der FPS-Drop wieder. Das hat man richtig schön gemerkt. Bei mir ist das Spiel gecrashed, Leute. Ja, okay. Dann richtig dumm, glaube ich. Boah, kann ich hier so, ne? Als ob. Ey, das ist doch doof. Tschüss, ihr Autofahrer. Okay, gut. Hat keiner gesehen, dass ich jetzt gerade über die Wiese mal gefahren bin. Dann Niklas, du bist auch gerade aus. Ist dein Spiel auch gecrashed? Nein. Dann gehe ich jetzt baden. Jo, so. Viel Spaß. Okay, René, dann Anira von der geht. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Okay. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Nee, weil ich gehe dann auch ein bisschen Rainbow spielen, dies, das, ne? Ist ja klar. Ja, ich glaube, so Rainbow kriegst du nicht. Ich selbst aber. Vielleicht. So. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Na dann. Gute Nacht, Jungs. Hat mal wieder Spaß gemacht, auch mit Kurzfahren. Dezent. Bis zum nächsten Mal. Na dann, gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Nee. Jo. Was sind die Tasten, um ins Spiel Kamera wieder reinzuzoomen? Reinscrollen mit der Maus. Geht nicht. Und ich meinte, näher wieder zum Lenker zu kommen, weil das ganz schön weg ist jetzt. Hast du Plus und Minus mal gedrückt? Mach ich ungern, weil Minus ist Aufnahme beenden. Ja, okay, dann musst du es dann nach der Aufnahme mal probieren. Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Kannst du jetzt uns auch nicht sagen. Weil wenn ich jetzt Minus drücke, gibt er mir das Stream an. Hm. Wenn ich jetzt Plus drücke, geht die Aufnahme aus. Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Auch auf oder was? Du wirkst eher wie so ein langweiliger Mann. Aber ich habe jetzt erstmal den Bus gerade ausgemacht, weil ich vielleicht ein bisschen zu viel Verfrühung habe. Okay.
Einzeln, Standard, jo. Derzeit können wir mal schnell. Ja, hier kommt her mit den Fahrkarten. Ja, 120 Euro. Nice. Statt eine Fahrkarte für 1,80 zu kaufen, ne, 120 Euro lieber zahlen. Ja, da will jemand das für uns beide in Citaro G kaufen, ne? Du ein und ich ein. Mhm. Dass er uns spenden soll, das haben wir jetzt nie gesagt, aber egal. Nehme ich gerne. Parken in Perfektion. Von den neuen Bus. Ich hasse es, wenn ich so. Oh viel nee, oder? Ich glaube, ich muss da mal das Fenster öffnen. Ey, Frau Gast hat im Bus gefurzt. Oh nein, und ich bin schon falsch gefahren jetzt deswegen. Bei der Runde. Sie haben meine Fahrkarte. Oh nein, ich hab sie vergessen. Ich dachte, man sollte schnell drüber fahren. Wo war ich 31 km/h über so eine Drecksbodenschwelle gefahren bin. Oh. Meine Stelle eher in Runde. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele Überraschungen. Nein, 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 interessiert mich nicht. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Nein, ich will kein Foto von Katze sehen. Was? Ich will kein Foto von der Katze sehen. Ah, jetzt geht's bei dir auch los. Anne. Stimmt, es war. Ich brauche eine Fahrkarte. Fahrkarte brauchst du? Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Falschen hast du noch? Drei. Also die und noch zwei. Ja, nur noch drei.
Die Türe war das. Ja, da ist ja mit dieser falschen Bus eingestiegen wahrscheinlich, wenn ich das nehme. Einfach drinnen lassen. Nee. Was? Wasseraufbereitungsanlage. Hey, lange nicht gesehen. Oh, ich bin jetzt an der vorletzten Haltestelle. Oh, ja, ein Rad hat den Radstand berührt. Letztes Mal war. Ja, genau. Viel zu oft schon mit damals, dabei. Das war als. Ja. Echt schön, dich zu sehen. Wasseraufbereitungsanlage. Wie geil. Ich mach die Tür auf und irgendeiner macht. Hey! Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, wie geil. Oh. Naja, da hast du mehr Taschengeld bekommen. Mhm. Ja, ich bin aber im Blues. Gut, ich weiß. Letzte Station, das heißt, mit alle Fahrkarten zeigen. Hier ist die Fahrkarte. Oh nein. Ja, hab ich vorhin schon. Oh, einen Augenblick. Wo hab ich? Oh nein. Oh, 22 Euro. Da ist der Blitzer und das heißt, wir halten mich an. Fahrtfahren Nummer 6. Fahrkarte. Fahrkarte. Fahrkarte, Fahrkarte. Ja, Schutzfahrer. Nächster. Hab gerade eine Nachricht. Was ist Beethovens Lieblings? Bei mir ist es auch der 6. Ananas. Die wollen jetzt nicht ernsthaft überholen, naja. Sollen ein Zimmer machen, wenn sie meinen. Oh, mein Bauch. Was die Annahmen sagen, ne? Ich stehe wegen einfach kacken Auto im Stau. Niklas! 27k. Hey. Und ich habe den Citaro G-Fall geschaltet von schon. Das heißt, ich würde sagen, wir tun einfach Sporn auf den Citaro G. Und das zweimal. Das heißt, wir brauchen 800. Den Doppel, den wir jetzt haben. Achso, das mache ich. Muss verkaufen und dann hole ich einen Citaro G. Mhm. Weil wir haben genug Geld für den Citaro G jetzt mittlerweile schon. Zack, Damen, wir arbeiten. Achso, jetzt wollte ich den Fall anderen Bus machen, den wow, du fest. Perfekt geparkt. Schon am Bearbeiten des Blutes. Und Aufnahme noch anlaufen? Ja, Aufnahme läuft noch. Warte, 35.000 angenommen. Warte, ich will noch den Bus hier fertig machen. Bevor ich irgendwas mache. Oh. Ne, da. Und dann möchte ich hier hinten noch eins. Oh. Kennzeichen René Firmen, Kennzeichen bitte. Ja, mache ich. Den Bus kannst du mir Nummer 001 bezahlen. Erkennst du deine Stimme? Ja. Ja, mach ich auch. Wie auch mein Bus das hat, ne? Ne? Was? Nein! Oh. Na,
und dann nehmen wir hier noch diese knackige Farbe drauf und die. Oh! Hallo, Bus ist fertig. Firmenkennzeichen. Nö. Ne, hallo? Den Bus fahren wir alle. Ja. Den Bus fahre ich nicht. Ja, dann fährst du halt mit dem. So, bis zum nächsten Folge. Tschüss.